bin Enrico von Outdoor BW. Heute geht es mal um gefriergetrocknete Trekking-Mahlzeit. Was die so kann, das schauen wir uns jetzt mal an. Denn ich habe hier ein paar Testpackungen von Travel Lunch. Das Ganze wird von der Augsburger Firma Simpert und Reiter produziert. Und die sind schon seit über 3 Jahrzehnten am Entwickeln von ultraleichter Trekking-Mahlzeit. Dementsprechend haben die eine große Produktpalette von Frühstück über Hauptgerichte, Nachtische oder auch irgendwelche Energieshakes oder Riegel sind mit im Programm. Aber was heißt denn jetzt gefriergetrocknete Mahlzeit? Vereinfacht gesagt, werden die Lebensmittel erstmal schockgefroren und anschließend in einem Vakuum wieder erhitzt. Dadurch geht man direkt vom gefrorenen Zustand in den gasförmigen Zustand, wodurch das ganze Wasser und die Flüssigkeit praktisch verdampft und so 95-98% Wasser hier rausgeholt werden können, was dazu führt, dass wir hier ein sehr, sehr leichtes Endprodukt haben. Die ganzen Strukturen bleiben erhalten, Aromen und Vitamine bleiben erhalten. Das Ganze ist wirklich sehr leicht und kompakt. Es wiegt gerade mal 125 Gramm plus ungefähr nochmal 17 Gramm für diese sehr stabile Verpackung. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass durch dieses Verfahren die Lebensmittel sehr, sehr haltbar gemacht werden. Mein Pack hier ist zum Beispiel noch bis 2021 mindestens haltbar. Jetzt würde ich sagen, probieren wir das Ganze einfach mal aus. Die Zubereitung ist ganz einfach. Wir haben hier links und rechts Einreißkanten. Wir reißen das einfach auf und ein bisschen auseinanderziehen, damit wir gleich einen richtig guten Stand haben. Boah. Schauen wir mal rein. Was mir besonders gut an diesen Trekking-Mahlzeiten gefällt, ist die Zubereitung. Ich brauche nur ein bisschen Wasser, je nach Produkt, warmes oder kaltes, warte ein paar Minuten und habe dann fix und fertig meine Mahlzeit hier in diesem Pack. Ich habe also auch kein Geschirr mehr, was ich irgendwie spülen müsste. Da würde ich sagen, probieren wir es doch jetzt einfach mal aus. In meinem Fall brauche ich jetzt 300 ml warmes Wasser. So. Gut, das Wasser kocht. Einfach nur hineinschütten. Kräftig umrühren. Nachdem wir jetzt hier das heiße Wasser eingefüllt haben, rollen wir das Ganze dreimal um und warten 5 bis 10 Minuten. Was ich immer gerne mache, ich nehme immer so ein kleines Holz, spalte das und klemme das praktisch wie eine Klammer hier dran, so kann sich das nicht mehr aufrollen und das bleibt alles schön warm. Solange ich jetzt warten muss, bis das fertig durchgezogen hat, vergleiche ich doch einfach mal so eine Travel Lunch Packung mit so einer normalen Tüte aus dem Supermarkt, was den Nährwert angeht. Also, schauen wir mal. Ich habe hier jeweils zweimal Nudeln in Käse-Sahne-Soße. Einmal bei der Supermarktpackung habe ich auf 100 Gramm 120 Kilokalorien, während ich hier auf 100 Gramm 401 Kalorien habe. Also ist ja 3- bis 4-mal so viel an Nährwert. Das heißt, da steckt auch richtig Energie drin, also genau das Richtige für hier draußen. Auch vom Packmaß, wenn ich die mal so nebeneinander vergleiche, ist das hier wirklich nur halb so dünn. Das ist das nicht mal 1 Zentimeter dick. Die Gesamtabmessungen sind ein bisschen größer, okay. Aber wie gesagt, ich habe hier die deutlich längere Haltbarkeit. Deutlich weniger Gewicht. Das hier sind fast 170 Gramm, während hier gerade mal 125 Gramm, beziehungsweise mit Verpackung sind es vielleicht 130, 140 Gramm.
Und ich brauche keinen Kochtopf und nichts. Es bleibt immer alles sauber, direkt in die Tüte mit dem Wasser. Kurz warten und fertig. So, 10 Minuten sind vorbei. Dann schauen wir doch mal, wie das Ganze aussieht. Ja, das riecht schon wie richtige Spaghetti Bolognese. Dann würde ich sagen, Geschmackstest. Dann noch einmal kräftig umrühren. Also ich habe jetzt schon etliche von diesen Trekking-Mahlzeiten hier probiert und die haben mir bis jetzt echt immer super geschmeckt und auch dieses Mal, da schmeckt man richtig schön diese Fruchtigkeit der Tomate, auch das Fleisch von der Bolognese macht einen sehr guten Eindruck, auch geschmacklich. Und wem das Ganze noch ein bisschen zu fad ist, der darf natürlich auch gerne mit ein bisschen Salz und Pfeffer nachwürzen, spricht ja gar nichts dagegen. Das schmeckt echt lecker, ohne Witz, schmeckt mir richtig gut. Das sind logischerweise kleine Nudeln, keine richtigen Spaghettis, aber geschmacklich schmeckt mir das echt gut. Ja, und wenn wir dann fertig sind mit Essen, das Ganze einfach zusammenrollen, in die Tasche stecken und bis zum nächsten Mülleimer mitnehmen. Und da kann man das problemlos entsorgen. Und ich habe den großen Vorteil, dass ich eben keine Töpfe und nichts spülen muss. Was noch schön wäre, wäre hier auch so ein Zip-Verschluss wie bei anderen Herstellern. Solltest du dich auch für diese Fertiggerichte von Travel Lunch interessieren, einfach auf travellunch.de. Oder einfach im Web mal ein bisschen suchen, Preise vergleichen. Da findet man auch immer ganz gute Angebote. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.